So, willkommen zurück zum Hauptmenü von diesem Spiel hier, in dem wir jetzt kurz Babashan the Fear of God reinhauen. Aber vorher verbrauchen wir irgendwelche Waffen. Wir haben leider vorhin schon gesehen, dass Baba leider irgendwelche Fähigkeiten kann. Okay, wenn wir ihn überhaupt jemals treffen. So, ich hoffe jetzt. Er hat übrigens 4 Lebenspunkte bei der gute Baba, ne? So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob wir jetzt den Leak benutzen können, weil unsere Waffen aufgelevelt sind. Ist das Ding ein Messer? Nein, es ist kein Messer. Was ist denn das Ding? Ja, fehlen mir auf jeden Fall Fähigkeiten für. Na gut, dann, das Schöne ist, dass in dieser Arena liegt ein Motorrad rum. Und wir wissen ja bereits, dass ein Motorrad eine Waffe direkt supplied von den Göttern ist. Das ist nur ein Lauch. Ja, aber was für eine Waffe ist denn bitte schon ein Lauch? Ist das eine stumpfe Waffe? Au! Ja, Fear of God und so, ne? ないんですか?ん?あなた、こんなことに巻き込んだ黒幕の正体。もうええわ。あ?そんなことしても。 真島の兄弟は帰ってこえへん。せやけど、来た方に会うてなんとなく思たんや。何をですか?あいつはまだ生きとる。ま、そうあってほしいと思っとるだけかもしれんけどな。 冴島の兄貴、恥を忍んでいます。ここは一旦見逃してください。 今、あなたに事の真相を話したら、俺は確実に消されます。 俺はまだ死ねない。こんな俺にも夢はあるんだね。ああ。でも夢に自分なりのケリをつけたら、また必ず冴島の兄貴の前に姿を現します。
その時はちゃんと兄弟の杯交わさせてください。 わかった。 いつでもええ。 待っとるで。 どこまでだ。佐江島大河だな。過重逃走及び銃刀法違反の現行犯で逮捕する。<笑>これでようやく差しであんたと話ができそうだな。 Kurzer Einspieler hier, bevor es wieder zu viel wird. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Pacing vom Ding, wenn ich diese Bildschirmwürfe nur zu kurz das vorherige zu übersetzen. Also, da hat ihn gefragt, wohin die geschlagen, wie schmeckt jetzt der Tod? Der sagt, nicht so großartig. Dann gab es ein bisschen was zu rauchen und dann hat er irgendwie, ist so eine Baba unruhig geworden. Willst du nicht fragen? Nee, interessiert mich eigentlich nicht. Das nach dem Warum ist mir alles ideal. Das bringt mir manchmal auch nicht zurück, außer ich hatte da so ein Gefühl, während ich mit Kitakata geredet habe. Er glaubt, mein Bruder lebt noch. Aber könnte vielleicht auch nur Hoffnung sein, an der er sich einfach nur hält. Wie ist er nicht genau? Da hat Olle Baba gesagt, er möchte an seiner Stelle gehen, wohin auch immer. Und dann meinte auch, wenn er jetzt hier aber die Wahrheit rauslässt, dann ist er so gut wie tot und das kann er nicht machen. Und deswegen möchte er, aber der ist noch nicht bereit zu sterben und deswegen muss er jetzt hier mal kurz verschwinden. Aber am Ende wird er da sein, um dann vielleicht wirklich den Eid zu schwören. Und dann hat Olle Majima sich runtergebeugt, hat die Waffe angeguckt, dann kam er von hinten die Cops an. Den Cop kennen wir bereits, das ist der gleiche Typ, den Kiyo schon getroffen hat, gesagt, hier sag ich mal Dingsbums, du bist verhaftet wegen Aggravated Assault, also hier Überfall, also deswegen, wo ursprünglich verhaftet wurde. Und dann noch illegaler Besitz einer Feuerwaffe. Ist, glaube ich, bei den Japanern übrigens ein richtiges Ding, ne? Also die sind ja so eine Null-Waffen-Dingsbums, genau wie in Neuseeland. Die sind da ja keine Fans von so Feuerwaffen. Ich stehe schon gekommen, sein Boss ist Majima. Ja, das wäre natürlich witzig und nicht komplett unerwartet, ne? Na gut, dann gucken wir mal weiter, wie es jetzt im Gefängnistransport ist, weil Olle, wie hieß der denn? Ich habe seinen Namen schon vergessen. Meinte auf jeden Fall, dass er sich schon darauf freut, sich endlich mit ihm zu unterhalten. なんでそれを。お前がどういう目的で動いていたかくらい分かってる。警察なめんなよ。それにさっき北方を警察病院に搬送したばかりだからな。北方を助かったんが。ああ、銃声の後すぐに駆けつけたからな。お前が撃った ってわけじゃねえよな。さっき警察病院から連絡があって命に別状はないとのことだ。安心しろ。そうか。お前北方から真島の死の真相を聞き出すつもりだったんだろ。<笑>早速黙秘か。 まあいい。それじゃあ黙ってこっちの話を聞け。ここなら誰も邪魔が入らねえからよ。北方から聞いたかもしれないが、真島を殺したのは北方組じゃない。東条会だ。ん？ その顔じゃ信用してねえようだな。それじゃこの情報は知ってるか。福岡で山笠組と杯交渉に行った堂島大吾が消えたって話。なんやって。<笑>知らなかったか。つい先日堂島は訪問先の福岡で忽然と姿を消しやがった。それから間髪入れず月見野で真島が名古屋で
安住が死んじまった。おかげで東条会本家は大パニックだ。本庁の四課の連中、今や寝る間もねえくらい忙しいらしいぜ。実は俺は今、森永ってやつの行方を追ってる。森永？道島大吾の護衛をやっていた男だ。実はその男、福岡で本部長の青山をやってんだよ。青山が殺された？森永が護衛していた道島は行方不明。そして会長代行をしていた青山も森永に殺された。なんかこれ怪しくないか？さっきお前と一緒にいた男、あれババって男だよな。なんでそのこと？やっぱりそうか。わざと泳がせた甲斐があるってもんだ。あんたの狙いは何？俺を捕まえることやったんちゃうんか？まあそれもあるが、だが俺の真の狙い、それはこの一連の騒動を裏で操ってる人間、東条会の裏切り者を突き止めるってことだ。東条会の裏切り者やと？道島大吾の失踪、真島の死、そしてお前、数年間全く動きを見せなかった東条会という山がこの数日間で一気に動き出して、それもまるでタイミングを合わせたかのように一斉に。俺はな、さっきお前と一緒にいた馬場もその東条会をめぐる騒動を操っている人間の一味なんじゃないかと睨んでんだ。その人間ちゅうのが森永やと？うん、その可能性が高い。一体何がどうなっとるんや？一つだけ確実なことが、それはお前がこの東条会の内部で起こっている出来事の中心にいるってことだ。お前は奴らの計画に利用されてるんだよ。東条会のことが気になるか？ならねえわけねえよな。となるとお前は東京に行くしかない。そないなこと分かっとるわ。せやけど今の俺にはどうすることもできん。ああ、言うの忘れてた。実はこの車、空港行きなんだよ。空港？俺はな、現在全国の極道社会を揺るがしているこの一大事件を府警の力で解決したいんだよ。そのためには事件のキーマンである森永、馬場を追うのが一番。そこであんたの力を借りたい。東京に行って東条会内部で何が起きているのか一つ探ってきちゃくれねえか？なんやて？今の東条会はガタガタだ。そこに若頭候補のあんたが現れればきっと事態は動く。俺に警察の犬になれ言うんか？ノーと言うならこのまま刑務所に向かうだけだ。さあどうする？Also das ist filmisch ist es echt schade, dass die Spiele nicht auf Deutsch verfügbar sind. Also das ist so von Sachen Spannungsaufbau und von der Atmosphäre war das, glaube ich, einer der besten filmischen Momente, die ich bis jetzt in Yakuza-Spielen hatte. Also
Aber es ist ein bisschen unheimlich, wie viel das Osaka Police Department eigentlich überwachen kann, ne? Also was er halt gemeint ist, dass er quasi seit er ausgebrochen ist, haben die eigentlich quasi jede Bewegung von ihm verfolgt. Ob das so wie Bilder und Umstände hat, dass wir ein Streichholzmädchen geholfen haben? Naja, also Kitakata lebt auf jeden Fall, weil sie wissen, dass er es nicht war, weil sobald sie den Schuss gehört haben, sind sie sofort losgerannt, um ihn zu retten. Also der haben gerade Anruf vom Krankenhaus gefunden, dass er gerettet wurde. Und dass das alles ein bisschen seltsamer Zufall ist, weil in dem Moment, in dem Daigo verschwunden ist, Majima gestorben ist und der Typ namens Azumi in Nagoya gestorben ist, war alles ein bisschen komisch. Und das gleichzeitig passiert ist. Und sein Hauptverdächtiger ist immer noch Morinaga. Wir kennen ihn bereits, der angebliche Security-Typ von Dings, den wir mit Kiyo kennengelernt haben. Sie haben auch Baba verfolgt, der hat sich bereits bezahlt gemacht. Und sie wissen, dass er direkt unter dem mysteriösen Verräter arbeiten. Aber sie wissen es noch nicht so richtig genau, wer eigentlich der ganze große Verräter ist. Und unser guter Tiger Saejima steht aus irgendwelchen Gründen genau in der Mitte der Geschichte. Und sie wissen aber noch nicht so richtig, warum. Und das ist alles ein bisschen seltsam ist. Also er meint dann auch weiterhin noch, dass der Tojo-Clan quasi auf dem letzten Meter läuft und dass es hier irgendwie alles im Untergang geht, dass es halt von innen das ganze Ding irgendwie zusammenbricht. Schnell was Verdächtiges, der Polizist schon wieder auftaucht. Er war recht schnell, ne? Das ist mit der ganzen. Ich müsste mal kurz die Zeitlinie gucken, wann ist es. Na gut, hier steht nur, dass es Dezember 2010 war, ne? Da steht nicht genau der gleiche Tag war. Mit Kiyo hatten wir, glaube ich, einen. Ja, steht auch noch Dezember 2012. Okay, es ist nicht genau klar, wann das genau ist. Wir könnten wahrscheinlich nachgucken, wann genau die Eröffnungszeremonie des Schneefestivals in Sapporo 2012 war. Aber, na egal. Wollen wir es mal nicht so genau nehmen. Nee, und auf jeden Fall meint er doch weiter, dass das Tokyo Police Department hat auch ein bisschen Angst, weil da hängt relativ viel Stabilität dran, weil das ist halt so eine Sache, so eine Mafia zu haben. Auf der anderen Seite ist es auch noch viel schlimmer, eine zerbröckene Mafia zu haben, weil das ist halt auch mal genau das gleiche mit den Kartellen, ne? Wenn die mexikanisches Militär dann doch mal irgendwas gegen die Kartelle bei sich im Land machen, dann führt das dazu, dass es danach einen Machtkampf gibt, der echt blutig ist. Und deswegen ist es immer ziemlich uncool, auch wenn es halt irgendwie erstmal unlogisch klingt, das laufen zu lassen, weil das sonst zu großen Machtkämpfen führt. Man müsste das halt irgendwie ein bisschen besser auseinandernehmen. Also es ist halt irgendwie schwierig, der Schlange den Kopf abzuschlagen, reicht halt irgendwie nicht. Naja, und auf jeden Fall ist es eine nationsweite Yakuza-Verschwörung und das Osaka Police Department ist da voll hinter. Also das ist, wir wissen uns das, wo unsere gute, wie hieß sie denn? Sayama? Auf jeden Fall die mit Kiyo schon beinahe ein Team geworden ist, so zumindest ein Bierchen getrunken hat und jetzt eher lieber im Ausland arbeitet wegen der Geschichte, herkam und deswegen sind die ja ein bisschen hinterher, das hat er uns ja zwischendurch erklärt. Und unser guter Kopf möchte jetzt wissen, was jetzt Phase ist, aber das kann er leider nicht, weil so nah kommt er auch nicht dran. Aber unser guter Tiger ist ja der nächstbeste Cap noch, wenn er irgendwie gerade verstoßen wurde. Und deswegen möchte er, dass er für ihn die Polizeirate ist. Und dann war jetzt halt gerade dieser filmische Moment, den ich gerade erwähnt habe, wo dieses Dingsbums ist, wo er gesagt hat, naja, wir fahren jetzt zum Flughafen. Und wenn du Nein sagst, dann können wir dich auch 0,0 zurück zu deiner Zelle bringen. Und dann wird halt diese Entscheidung hängen geblieben. Ist natürlich halt total klar, worum es geht. Aber es ist sehr schön präsentiert, finde ich. Naja, guti. Das war auf jeden Fall das. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Yakuza. Macht's gut, bis dahin. Ciao.